My Little Pony? What the fuck? Das fragt euch bestimmt auch. Trotzdem sage ich willkommen zu einem neuen kleinen Let's Play ausgegebenen Anlass. Denn heute... Gut, heute müsste der 16. sein, also vorgestern, vor 6 Monaten... Ja. Habe ich zum Let's Play angefangen. Und es ist schon mal ziemlich geil, ohne dachte ich mal... Gehe ich mal weg mit Pinkie Pie und feiere eine Party. Ach, wie geil. Ja, ich bin nur 6 Monate dabei und es macht immer noch so viel Spaß wie am ersten Tag. Wenn nicht sogar mehr. Und dachte ich mal, spiele ich mal ein kleines Partyspiel, was auch ziemlich kurz ist und da fand ich halt leider kein besseres und... Ja, leider gibt es kein Duke Nukem Party Redemption, also musste ich... zu meinem My Little Pony gehen. Aber es hoffentlich vielleicht auch nicht so schlimm. Wer es nicht will, guckt es halt nicht an. Haters gonna hate. So, dann poken wir mal die kleine Pinkie Pie an. Und starten das ganze Spiel. Ich muss auch sagen, ich habe das schon zweimal komplett durchgezockt. Im Koop-Modus natürlich. Auf Veteran. Einmal so just for fun. Das andere Mal da... habe ich das Ganze schon aufgenommen, aber irgendwie ist dann mein das Programm zur Sprachaufnahme total abgekackt und das ist ziemlich geil. Finde ich super. Aber macht ja nichts, wir haben noch einen dritten Slot. Also nehmen wir mal Game 3 und starten den ganzen Quatsch. So, da haben wir das Abenteuer, Minispiele und Geschenke. Allerdings müssen wir erst einmal im Abenteuer die ganzen Minispiele freischalten und die Geschenke finden. Und dann würde ich mal sagen, let's go! Hi sehr, Sweetie Belle. You look very sweet today. Are you ready for Pinkie Pie's big birthday party? Party cake place looks so beautiful already. Ach ja, das wollte ich auch noch sagen. Ich bin kein Brony und auch kein großer My Little Pony Fan. Gut, ich kenne die Serie zwar nicht und ich habe sie auch noch nicht geguckt. Aber ich muss sagen, den ganzen Hype drumherum kann ich schon ziemlich gut nachvollziehen. Denn ich bin auch ein kleiner Fanboy bei gewissen Sachen. Vor allem bei Katzen, das ist furchtbar. Und ja, da gibt es auch bestimmt Leute, die stehen auf Ponys und ja. Warum nicht? Sind doch süß. Yes, yes, I have been helping all morning. I went all over Ponyville and had 20 of Pinkie Pie's present. Just like you asked. Oh dear, those presents should have all been hidden in Party Cake Place. We need help to find them before the party can start. Here comes Pinkie Pie. I know she can help us find all 20 missing presents. Ach, mein geiles Englisch. I love it. Hello Pinkie Pie. Sweetie Belle has hidden 20 of the presents for your party. Can you help us find them? Hi there. It's a fabulous day. Yippee! I would love to have fancy presents. Oh, thank you, Pinkie Pie. I think everyone in Ponyville... What the fuck, Ponyville? Das gibt's bestimmt irgendwann mal auf Facebook, neben... ganzen anderen Builds. Das habe ich auch schon lange nicht mehr gespielt. Was war das? Cityville und... Farmville, oder? Und jetzt Ponyville. Okay. Might be able to help you. While you are looking, please see if you can find the 20 puzzle pieces I dropped yesterday. I want to finish the puzzle after your birthday party. Use the control pad to move Pinkie Pie. Nah. There are little surprises all over Ponyville. You can tap and make moves. See what you can find. Nah, mach Sachen. Sweet. Okay. Ja. Sind wir schon... Nee, noch nicht. Oh, look at all those pretty presents. My friends are so wonderful to me. I had better get started finding the 20 presents Sweetie Belle hit. This will be so much fun. Und wir können gehen. Oh yeah, bitch. Oh yeah. Gut, ja, wir können nicht laufen. Das wäre auch zu viel verlangt. Aber wir können gehen. Und es ist ja auch schon mal was. Gut, das Spiel hat sich auch schon selbst erklärt, wir müssen die 20 Geschenke finden und die 12 Puzzleteile.
Was aber nicht so schwer ist, denn die liegen überall rum. Und ja. Dann können wir eine richtig fette Party machen. Party like a Rockstar. Und da können wir dann richtig abdancen. Das ist ziemlich cool, das Abdancen. Und da hinten noch die ganzen Geschenke auspacken. Und das Puzzle machen. Und weiß der Geier, was noch alles möglich ist. Man kann auch ziemlich viele Sachen anklicken und dann irgendwas interaktiv machen. Also das... Ah, Jubilee, kein Benehmen. Ich bin nur gerade am Reden, was soll das? Ach, naja. Gut, haben wir schon das erste Geschenk, ist ja schon mal super. Und ich hoffe auch, dass ihr das gut hört, denn das ist mit Hintergrundmusik verdammt schlecht abgestimmt. Das hätte sogar ich besser hingekriegt. Und ja. Ja. Ja, schön, ich wollte nämlich was anderes machen. Ich wollte das hier antappen. Sowas geht. Oder sowas geht. Da geht ziemlich viel. Da sehen wir dann unsere aktuelle Hauptquest. Genau, wir können mit den Ponys reden und die sagen dann, wo bestimmte Geschenke versteckt sind. Ja. Ja, genau. Gut. Eigentlich müsste dann darstellen, dass wir die ganzen Geschenke suchen sollen. Aber ich will mal wirklich zuerst was ganz anderes machen. Das hast du schon gesagt, Mann. Frau, Pony, ja. Verdammt. Das ganze Spiel ist so bescheuert, das gibt's gar nicht. Und ja, was sollte ich noch sagen? Ich habe auch schon eine andere Aufnahme angefangen. Allerdings, Moment, erstmal einsammeln. Ja, das frage ich mich auch, obwohl ich schon weiß. Allein schon die Betonung ist geil. Extra special. Gut, was wollte ich sagen? Jetzt weißt du schon nicht mehr, verdammt. Genau, ich habe schon Aufnahmen angefangen für das nächste Spiel. Also für das nächste Projekt eigentlich. Und wieder eine kleine Aufforderung. Schreibt mir, was ihr gerne sehen wollt als nächstes. Ich kann es wirklich nicht oft genug sagen. Schreibt, was ihr wollt. Ich habe bisher nur 2 Kommentare und das ist leider etwas wenig. Und es geht auch nur für die Nachfolgeprojekte von Terranigma und... Hamtaro, die Rettung des Regenbogens, genau. Das, was nach Zurück in die Zukunft kommt, das entscheide ich. Und da habe ich auch schon vor ein paar Tagen Aufnahmen angefangen. Allerdings sind die wie diese vorherige Aufnahme komplett kaputt gegangen. Weil mir wieder das richtig geile Aufnahmeprogramm abgestürzt ist, womit ich meine schöne Stimme aufnehme. Dass die Stimme mal 2 Stunden aufnimmt und alles für die Katz war. I like that. Ja. Sehr, sehr schön. Was wollte ich... Na, man kann auch bei bestimmten Häusern reingehen. Dann kommt man woanders hin. Kann ja auch mal umgucken, wenn man nicht was versteckt ist. Bei den ganzen... Das sind Kekse. Kekse. Luftballone. Da kann man so viel Müll anklicken, das ist voll cool. Bei den ganzen... Ponys kenne ich echt nur Rainbow Dash. Und halt hier noch ein paar von den Namen hier. Also ich muss sagen, also... Ich find's gar nicht mal so extrem schlecht, also... Also für kleine Mädchen ist das ziemlich cool, glaube ich. Gut, und da bin ich leider das komplette Gegenteil, ich bin alter Sack. Das sieht man auch schon an meiner halbjährigen Let's Player-Existenz.
Punkt. Was für eine Grammatik. Ja, und ich muss sagen, das halbe Jahr, das war schon ziemlich cool. Ich habe mich auch, wie ich finde und wie ich auch selbst weiß, ganz schön gesteigert von Anfang bis Ende. Auch wenn ich immer noch etwas komische Spiele spiele, aber ja. Mainstream kann ja jeder. Und ich hoffe, dass er mit den nächsten Projekten... ich weiß nicht mehr, was ich sagen wollte. Ich war gerade etwas verwirrt. Da ist ein Puzzleteil. Genau. Ich glaube, da geht jetzt was... Ne, kann ich super reingehen, super. Ist auch eins. Also man sieht schon, das mit dem Puzzleteil, es geht ziemlich flott. Und das ist auch gut so. Ich wollte sagen, dass ich hoffe, dass mit den neuen Projekten auch noch ein paar Leute vorbeigucken. Nämlich vor allem, ja, ich sage mal, aktive Leute, die auch die Sachen gucken. Denn ich weiß, ich habe zwar schon einen Großteil toter Abonnenten, aber... Aber leider sehe ich es ja an den View-Zahlen, dass ihr nicht gerade so ein Reges treiben müsst. Da ist noch eins. Das ist ziemlich gut versteckt. Und ja, da hoffe ich, dass noch ein paar Leute irgendwie zu meinen kleinen Kanälchen hinüberwandern oder es entdecken. Wie ihr auch schon mitgekriegt habt, Moment, da klicke ich drauf, das ist cool. So, und ich glaube, da passiert auch was. Nö. Egal. Zack. Voll cool. Ja. Wahrscheinlich habt ihr das auch mitgekriegt, ich mache ohne Ende so... da gucke ich, dass ich einen Haufen so Vorstellungsvideos mache, damit mich ein Haufen Leute auch gucken. Denn es gibt bestimmt Leute, die sowas gerne sehen und ja. Da wird dem Glück etwas auf die Sprünge helfen und ich schreibe auch so ein paar Leute an und da wäre es gar nicht mal so schlecht, wenn dann durch bestimmte spannende Spiele noch ein paar Leutchen irgendwie hinüberwandern. Das wäre ziemlich awesome. Aber was nicht so awesome ist, mir fehlen noch drei Momente, die sind in Häusern, das weiß ich. Gut, haben wir schon eins. Gott, war das versteckt. Vor allem hätte ich wirklich extremst Bock auf Inazuma Eleven. Das werde ich auch höchstwahrscheinlich dann demnächst machen, aber... Und auch The World Ends With You. Da bisher keine anderen Vorschläge reinkamen. Und ja, wenn ihr die zwei haben wollt, dann ist auch kein Problem, dann mache ich die einfach. Wäre auch ziemlich super. Und ja, ist ja bestimmt richtig, richtig cool. Und vor allem auch das Spiel nach Zurück in die Zukunft, das wird auch ziemlich geil. Und ich glaube, dass vor allem meine ganzen Hamtaro-Videos und ja, jetzt My Little Pony ziemlich viele Leute abschrecken wird, die werden sich denken, was ist denn das für ein verrückter Vogel? Und wenn ich mir dann so ein Sportspiel hole und so ein... Ja... Was ist das eigentlich? Ich weiß gar nicht, was das ist. Also, The World Ends With You. Da ich von der Story ziemlich wenig weiß, aber... Das Ganze wird ziemlich blind und ich weiß, das wird etwas länger dauern, aber... Da werde ich mich schon richtig dahinter setzen. Das wird schon cool. Kann ich da auch runter? Ne? Je mehr Zuschauer, desto besser, ne? Gut, ist schon mal ziemlich geil, wenn man in einem Video sich nur beschwert, dass keine Leute gucken oder kommentieren oder sonst was. Ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht böse, aber die Videos machen dauert auch Zeit und...
Ja, wenn ja so wenig Leute gucken, dann komme ich mir auch etwas doof vor und. Jo. Huch. Was ist da los? Hello, Pinkie Pie. You are doing so well looking for a present. You find them all. I just know it. Gotta catch them all, bitch. Danke, Scootaloo. Was für ein bescheuerter Name. Da können wir später ein richtig geiles Minispiel machen. Können wir um die Wette rollen mit den anderen. Aber ich glaube, da war noch eins. Da ist doch eins. Jawoll. So, fehlt nur noch ein Puzzleteil und dann ist der Käse schon gebissen. Gut. Das wird wahrscheinlich das nächste Haus sein. Genau, ich glaube schon. Oder? Oder? Nö. Aber da kann man, glaube ich, drei Minispiele machen. Da geht einiges. Weil der Star Song heißt ja nicht wirklich Star Song. Ich finde das sehr eigenartig. Aber naja. Why not? So, noch eins. Und das müsste hier sein. Im Sweet Shop. Jawohl, super getarnt, aber den haben wir noch gesehen. Und wir haben alle Puzzleteile. Oh yeah. Oh yeah. Und da schon das nächste Puzzle. Geschenk. Gut, dann haben wir schon den Großteil des Games gepackt. Also, zumindest den ersten Teil. Jetzt kommt der etwas schwierigere. Jetzt haben wir zwar schon 4 von 20, aber gut, wenn man es weiß, wie es geht, dann ist es gar nicht mal so schwer. Denn wir müssen eigentlich. So. Wir müssen eigentlich nur immer dahin laufen, wo das Ständchen ist. Und dann müssen wir ein Minispiel machen und dann kriegen wir schon das Geschenk. Sehr geil. So, erstmal zu Chibi Lee, zu ihrem Garten. Hi there. I need help with watering my garden. Can you bring 3 buckets of water from the well to my garden? Careful. Don't spill, or you will have to start again. And I will kill you. Turn the well handle until the bucket is at the top. Take the bucket to the garden and press the A button to water the ground. Wenn ihr es nicht hört, und ich glaube, das wird wahrscheinlich so sein, dann könnt ihr es eh lesen, also. Hier so. Nee. So, dann drehen wir mal hier rum. Sehr geile Steuerung. Aber naja. Gut, dann haben wir das schon. Dann geht's auch schon los hier. Und ich glaube, das ist anatomisch nicht ganz korrekt, dass die auf den Hinterbeinen so laufen kann. Aber naja. Ist ja nicht so schlimm. So. Zack. Haben wir schon mal das. So, dann nochmal drehen an der Kurbel. Dann habe ich noch den zweiten Eimer voll. Das geht ja wie geschnitten Brot hier. So, einmal auskotzen und weiter geht's. Irgendwie macht das Spiel schon etwas Spaß und es macht mir Angst. Ja, es ist nicht gerade so schlecht, das Spiel, und so als kleines Partyspiel zwischendurch oder als kleines, ja, Geburtstagsspielchen ist das ziemlich cool. Du bist so doof! Das sollte ich schon mal sagen. Pinkie Pie. Die Musik ist auch cool. Und? Du bist so doof, Pinkie Pie. Tut mir leid.